Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und vor allen Dingen, wie es weitergeht. So, jetzt hatten wir gestern eine Samenschote gesehen von der Ute und dort habe ich dann mal nachgefragt, einfach im Film, ob ihr wisst, was das denn für Samen sind, beziehungsweise von welchem Baum oder welchem Strauch oder welcher Pflanze, wie auch immer diese Samen sein könnten. Ja, und tatsächlich gibt es Leute oder Menschen in dem Sinne, die das gewusst haben und die haben mir das dann im Kommentar geschrieben. Ganz herzlichen Dank dafür erstmal, allerdings musste ich ein bisschen recherchieren. Ja, das Ding nennt sich Flaschenbaum oder Glücksbaum. Da habe ich ein bisschen gesucht und da findet man einiges zu im Internet. Auch ganz andere Pflanzen, die einen ähnlichen Namen haben, dann in diesem deutschen Begriff vor allen Dingen. Ja, war nicht ganz so einfach und dann habe ich einfach mal nach Samen gesucht, nach Schoten in dem Sinne und bin dann tatsächlich auf das Ergebnis gekommen, Brachychiton. Ja, Brachychiton. So, und dann habe ich gesehen Popol Neuss, die Sorte, die Art Popol Neuss und habe danach wieder recherchiert und irgendwann bin ich dann auf eine andere Seite wieder gestoßen und da war dann ganz andere Art von diesem Brachychiton wieder. Das war dann Acerifolius und dann wurde ich ganz stutzig, dachte, jetzt gibt es da ganz viele von auf einmal. Ja, weitergesucht und tatsächlich, es gibt unzählige Arten von diesen Brachychitos. Also das ist Brachychiton. Ja, Klartext, wir wissen zwar jetzt die Gattung Brachychiton, aber wir wissen natürlich noch nicht, welche Art das ist. Und auch von diesen Arten gibt es wieder Varietäten, also verschiedene Blattformen hast du nicht gesehen. Also das ist eine Gattung, die sehr artenreich ist in dem Sinne, also sehr vielfältig. Von daher, nun ja, dann natürlich gesucht nach Aussaat, wie man das machen kann. Und dann bin ich auch wieder auf verschiedene Meinungen gestoßen. Der eine sagt anfeilen, der andere sagt mit heißem Wasser übergießen, 24 Stunden einweichen. Und hast du nicht gesehen. So, ja, Klartext, wir werden das jetzt so machen, also Samen anfeilen. Mit heißem Wasser werde ich jetzt erstmal noch nicht übergießen, 24 Stunden einweichen. Samen anschließend säubern wegen Schimmelgefahr, nachdem man sie eingeweicht hat. Dann 1 cm tief in die Erde packen, Keimtemperatur 20 bis 25 Grad, Keimdauer 2 bis 4 Wochen. Und auch eins habe ich noch gefunden, und zwar, dass die Samen mehrere Jahre haltbar sind. Also das, was ich gesehen hatte, waren 4 Jahre, nachdem die dann, also die wurden nach 4 Jahren ausgesehen, so sagen wir es mal so, ist einfacher. Ja, Klartext, wir werden die jetzt gemeinsam aussehen. Wir haben sie ja 24 Stunden eingeweicht. Ich habe sie allerdings nicht angefeilt und ich habe sie auch nicht mit heißem Wasser übergossen. Sie stehen hier bei Raumtemperatur im Wasser und ich werde sie trotzdem heute einsehen und dann werde ich noch eine andere Variante machen. Ich werde sie anfeilen und dann dementsprechend nochmal 24 Stunden einweichen, ohne mit heißem Wasser zu übergießen. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es aussieht, aber wie heißt es dann so schön, selber machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Ja, so ist das dann. Durch selber machen lernt man dann wesentlich mehr und kann dann auch die Erfahrung weitergeben. So, das ganz kurz dazu. Klartext, ich bereite das mal eben vor hier und dann kommen wir mal ganz kurz zur Aussaat. So sehen die eingeweichten Samen jetzt aus von gestern. Die sind etwa 24 Stunden drin, die holen wir einfach aus dem Wasser raus. Ich habe hier einen schon mal vorbereitet. Das Ganze kann man also auf einem Tuch oder ähnlichem sauber machen. Und dementsprechend können wir das Ganze dann, man sieht also diese gelbe Farbe hier, das ist also schon echt stark extrem. Alter Schwede, kann man die vielleicht sogar zum Färben nehmen? Das ist ja richtig cool, da kannst du mit malen. Oh, ja, genial. So, also Klartext richtig schön sauber machen das Ganze. Und dann dementsprechend können wir das dann gleich zur Aussaat bringen, wobei ich mehrere Varianten mache dementsprechend. Aber ich mache das erstmal in Ruhe sauber. Das heißt, einen können wir jetzt schon mal gemeinsam einsehen. Und zwar den, den ich gerade sauber gemacht habe hier. Ich drehe das mal eben. Zack. So, das ist Variante 1. Also 24 Stunden eingeweicht. Den drücken wir jetzt 1 cm tief in die Erde etwa. Ne, gehst du wohl rein? Nein, geht er nicht. Ja, 1 cm tief in die Erde. Variante 1. Ich habe mir das hier drauf geschrieben hier vorne, dass wir das dann auch später nochmal wissen. Wie gesagt, der ist 24 Stunden eingeweicht und dementsprechend dann jetzt direkt eingepflanzt. Den anderen, den werden wir jetzt gemeinsam mal kurz anfeilen. Aber ich mache den erstmal ganz sauber hier. Alter Schwede, geht auf die Farbe ab. Boah. Die nächsten zwei Samen, die werden wir beide anfeilen. Bei einem versuche ich es jetzt mal. Das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt hier mache. Uah. Nein, bleib hier. So, das erste Mal, dass ich das jetzt hier mache. Ist ja schon wieder weg. Also das ist dann doch nicht so einfach. Ist halt so, wenn die ganz klein sind, nicht wahr? Jetzt will ich auch nicht zu schnell zu viel hier dran rumreiben. Nicht, dass wir uns den Samen hier auch kaputt machen. Oh mein Gott, ist aber jetzt nicht so einfach. Okay, dann habe ich gleich keine Fingerkuppen mehr. So, jetzt sieht man doch, dass was abgeht. Ich denke mal, das sollte noch ausreichend sein. Aber die Schale ist doch tatsächlich recht hart. Alter Schwede, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber wie gesagt, ich will ja auch nicht zu viel hier runterreiben. Nicht, dass wir direkt auf den Samen kommen.
Ja, learning by doing, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch. Uha. So, jetzt kann ich erstmal suchen gehen. So kann es gehen, nicht wahr? Da hüpft er einfach weg. So, ich habe ihn wiedergefunden. Jetzt drücken wir auch den hier vorsichtig in die Erde rein. Ja, das ist natürlich jetzt, wie soll man sagen, nicht relevant in dem Sinne, dass man tatsächlich auf ein Ergebnis kommen kann. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Nun ja, werden wir natürlich weitersehen. Man muss das Ganze natürlich in zehnfacher Form machen, oder hast du nicht gesehen? So, und den anderen, den werde ich jetzt auch anschleifen hier. Jetzt hat sich gezeigt, dass hier... Oh, jetzt habe ich ganz gelbe Finger. Dass hier also ja wahrscheinlich der Wachstumspunkt ist in dem Sinne. Denn dort ist der Samen wesentlich weicher. Ich werde das mal kurz vorsichtig hier anrauen. Ja, sieht man hier diesen braunen Streifen. Das habe ich mir hier jetzt gerade bei dem anderen Samen auch nochmal gemacht. Aber da habe ich jetzt so ganz vorsichtig drüber gerieben. Nicht zu dolle. Man weiß ja nicht, ob man da wie gesagt... Oh. Weg ist er. Nein. Ich habe ihn wiedergefunden. Meine Güte, also das ist ja... ja. Ist halt so, wenn die so klein sind, die Dinger, nicht wahr? Ist das nicht... Nein! Mann! So, jetzt reicht's aber hier. Ab ins Wasser damit. Den lasse ich jetzt nochmal 24 Stunden hier drin, um mal zu gucken, was mit dem passiert. Und dementsprechend werde ich von den trockenen Samen, die ich habe, dann auch noch welche anrauen. Zeige ich jetzt aber nicht mehr. Und die schmeiße ich dann auch hier mit ins Wasser erstmal für 24 Stunden. So, nach der Aussaat werden wir das Ganze nochmal ein bisschen anfeuchten. Und dann... stellen wir das Ganze warm bei etwa, ja, so warm wie möglich, bei 25 Grad ungefähr um den Dreh und dann dementsprechend und mal gucken, was hier dann jetzt passiert oder auch nicht. Hier haben wir jetzt die beiden Samen, die ich dann jetzt trocken genommen habe und dementsprechend angeraut und die lassen wir jetzt dann mit dem anderen hier zusammen für 24 Stunden nochmal im Wasser und die werde ich dann aussehen, das werde ich euch aber nicht nochmal zeigen, gegebener Zeit oder bei gegebener Zeit dann, wenn sich dort etwas zeigt, dann werde ich euch darüber berichten, beziehungsweise das natürlich dementsprechend zeigen. Der Flaschenbaum, Glücksbaum. Ja, wir haben jetzt in eine Flasche gepackt und dann wird er jetzt bei etwa 24, 25 Grad stehen auf der Heizung und etwas drunter stellen. Am besten misst man das danach, dass man weiß, wie warm das da tatsächlich drin ist. Denn das kann auch unterschiedlich sein, je nachdem, was man drunter stehen hat. Von daher ist Messen auf jeden Fall besser. So, jetzt werde ich ständig gefragt in Kommentaren, was ist denn mit den Pilinüssen? Ihr wisst doch, wenn etwas wächst, dann zeige ich euch das. Wenn etwas nicht wächst, dann zeige ich euch das nicht, weil was soll ich euch hier zeigen? Es wächst nichts, also, nicht wahr? Sobald was wächst, zeige ich das natürlich, ganz klarer Fall. So, jetzt habe ich natürlich dann doch mal in die Erde reingeguckt, um zu gucken, ob irgendwas passiert ist. Es ist etwas passiert. Und zwar, die Samen, die wir geknackt haben, die sind verfault. Komplett, die sind Matsche. Die Samen, die wir nicht geknackt haben, also komplett mit Schale eingepflanzt haben, die sind noch da. Logischerweise, nicht wahr? Ist ja eine harte Schale drum. Hier habe ich jetzt gerade mal reingeguckt bei denen, die wir gemeinsam ausgesät hatten. Hat sich noch nichts getan. So, jetzt gucke ich mal hier kurz rein, weil ich hatte noch mal eine Aussaat gemacht, später alleine für mich. Moment. Weiß Bescheid. Ohne Brille geht das nicht. Aber ich denke mal, dass auch hier nichts zu sehen sein wird. Nein, auch hier ist also nichts zu sehen. Kein Keimling, kein gar nichts. Riecht normal, also alles okay. Stecke ich ihn einfach wieder rein in die Erde. Und dann wird das Ganze wieder warm gestellt. Und dann gucken wir mal, ob sich da nochmal irgendwas tut oder nicht. Und wenn sich dort etwas tut, dann werde ich euch das natürlich zeigen. Ist doch wohl klar. So, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar kleineren Updates. Ja, das machen wir jetzt als erstes, bevor wir dann gleich zu der Verlosung kommen. Ja, das machen wir mal kurz. Machen wir zunächst mal ein kleines Update hier vom Schnittlauch. Der ist jetzt seit ungefähr 2 Wochen bei uns hier im Haus. Und der hat jetzt eine Gesamtlänge von circa 7 cm. Also ist seit dem letzten Messen tatsächlich ein bisschen gewachsen. Wächst weiterhin verhalten und kompakt unter dem Zusatzlicht. Also ja, das funktioniert bis jetzt wunderbar. Hat ein kräftiges Grün und von daher ist das eine richtig schöne Sache mit dem Schnittlauch hier im Haus. So, dann gucken wir uns mal kurz die Tomaten an. Die gelben Zwergtomaten. Ja, sie wachsen wirklich zwergig, also sehr, sehr langsam. Ich dachte, die würden schneller wachsen als Jungpflanzen. Zumindest in der Mitte kann man jetzt langsam erkennen, dass dort ein neues Blatt herauskommt. Das hat auch recht lange gedauert. Ja, die Keimung war ja wahnsinnig schnell, aber das Wachstum dann jetzt doch dementsprechend eher langsam und verhalten. Ups, wenn mir das vorhin umgekippt hätte. Ich habe nämlich das Thermometer drin stehen, das Bodenthermometer. Mal kurz zeigen, wir haben hier also eine Bodentemperatur von ca. 20 Grad. Stehen im Raum, also nicht auf der Heizung, nicht wahr? Ja,
Sie wachsen langsam und verhalten, allerdings hatte ich die auch hier in den Humusziegel eingepflanzt, also in diese Erde von dem Humusziegel. Könnte vielleicht auch da dran liegen. Aber nun ja, wir werden das Ganze weiter beobachten. Gedüngt habe ich sie jetzt schon einmal und dementsprechend werden sie also auch mit Nährstoffen versorgt. Es ist aber so de facto, dass es ihnen also in dieser Erde, ich sag's mal so, nicht schlecht geht. Sie sehen gut aus, kräftig grün, gesund und von daher, nun ja, beobachten wir auch das dementsprechend hier weiter. Ein kleines Update von unserem Punica Granatum Nana. Der Trieb ist jetzt hier mittlerweile schon herausgewachsen und auch hier sieht man also, dass die Triebspitzen im Wachstum sich befinden. Also das funktioniert jetzt wunderbar. Das ist ja etwa 3 Wochen, ja etwas über 3 Wochen ist jetzt her, dass wir ihn hier eingepflanzt haben. Wir hatten ihn ja im Wasser bewurzelt und auch das Wurzelwachstum ist hier sehr schön zu sehen. Also die Pflanze entwickelt sich wirklich sehr gut und wird demnächst dann auch gedüngt. Wann denn demnächst? Sobald wieder gegossen werden muss, im Gießverfahren mit 200 bis 300 Mikrosiemens, wird dann auch diese Pflanze dementsprechend dann jetzt regelmäßig versorgt. Bonsaianum unicatum. Ja, unsere hübsche Wüstenrose, sie hat jetzt alle 5 Blütenknospen tatsächlich geöffnet, also sie ist komplett am Blühen. Ob sie dann jetzt nochmal welche entwickelt, nachdem sie dann ausgeblüht ist, werden wir sehen. Zum Bestäuben werde ich jetzt noch nicht kommen. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert, es ist so, dass man nach Möglichkeit 2 verschiedene Pflanzen haben sollte, die man miteinander dann dementsprechend bestäubt. Ja, weil sie... oder die meisten zumindest nicht in der Lage sind, sich ja selbst zu bestäuben in dem Sinne. Also mit dem eigenen Pollen kann man das dann scheinbar nicht machen. Aber ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber man kann, wie gesagt, sehr, sehr viel lesen. Und ja, nicht wahr? Weiß Bescheid. Da muss man auch eigene Erfahrungen erst noch machen. Im Moment traue ich mich da noch nicht so ran. Ich möchte sie auch jetzt nicht, zerstören in dem Sinne die Blüten, weil sie ist wirklich wunderhübsch. Und es ist das erste Mal, dass sie jetzt blüht. Und von daher lasse ich sie einfach blühen und... zu gegebener Zeit, wenn sie später nochmal blühen sollte, wissen wir ja schon, wie sie geblüht hat und wie lange die Blüten dran sind und sowas alles. Und dann werden wir vielleicht mal eine Bestäubung versuchen. Auf jeden Fall ist das ein sehr cooles Projekt in dem Sinne, dass wir aus unserer alten Schrottpflanze im Prinzip solch einen coolen Bonsai uns herangezogen haben. War ja relativ einfach jetzt im Nachhinein und von daher, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Pflanze dementsprechend nicht wegzuschmeißen, sondern tatsächlich ein Kunstwerk draus zu bauen, in dem Sinne. So, ja, ich mache kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann kommen wir jetzt zur Verlosung dieses Gerätes. Ja, eine Osmoseanlage, Umkehrosmoseanlage nennt sich das. Und zwar ist das, das ist französisch, nee, das machen wir nicht. Osmose Professional 190 Wasseraufbereitung, Komplettanlage zur Herstellung von weichem, hochreinem Wasser. Ja, das ist mit Wasserhahnanschluss aus Metall für Waschmaschinenanschlüsse. Also wenn ihr das woanders anschließen wollt, dann müsst ihr dementsprechend Adapter haben, sollte man berücksichtigen, damit ihr das schon mal wisst. Ja, es ist so, dass also das nicht nur für die Aquaristik geeignet ist, wofür es eigentlich ja gemacht wurde, sondern eben dementsprechend auch für unsere Pflanzen, damit wir also keinen Kalk irgendwo auf den Blättern haben oder dergleichen und wir eben reines Wasser haben, das wir dementsprechend ergänzend aufwerten können. So, ja, lese ich das jetzt vor oder nicht? Ja, ganz kurz. Umkehrosmose, Komplettanlage zur Entfernung von Härtebildnern, Salzen und Schadstoffen, Schwermetalle, Nitrat, Phosphat, Pestizide sowie Bakterien und Viren aus dem Leitungswasser. Liefert ein hochreines, sehr weiches Wasser als ideale Basis zur Einstellung artgerechter Wasserwerte für Süß- und Meerwasseraquarien. Aber wie gesagt, ist nicht nur für Aquarien geeignet das Wasser, sondern dementsprechend natürlich auch für die Pflanzen und auch zum Kochen. Also wir verwenden das auch, wenn wir jetzt Kaffee kochen, also Kaffeeautomat oder Tauchsieder oder Wasserkocher oder dergleichen, dann bleiben die Geräte dementsprechend sauber und man hat da keinen Ärger mehr mit Kalk in dem Sinne, nicht wahr? Und man hat eben reines Wasser. Ja, ich würde sagen, mehr brauche ich dazu gar nicht vorlesen. Ich werde euch ein paar kleine Ausschnitte jetzt mal eben reinsetzen. Ich habe das Ganze nämlich damals gefilmt, als wir das Gerät gekauft hatten. Nur ein paar ganz kleine Ausschnitte, damit ihr wisst ungefähr, was das Ganze überhaupt ist. Und den Film selber, den ich dazu gemacht habe, den hänge ich euch hinten im Abspann mit dran. Wenn ihr dann Interesse habt, könnt ihr komplett den ganzen Film gucken, also vom Auspacken, Zusammenbauen bis technisch, ja, was alles relevant ist für dieses Gerät. Dementsprechend kann man es dann auch so benutzen, wie das dort beschrieben wurde. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich das erstmal. Nachdem die Anlage komplett installiert ist und auch vorbereitet schon, können wir jetzt Wasser draufgeben auf die Anlage erstmal ganz langsam. Warten wir ein bisschen, so 1-2 Minuten, bis das Wasser durchgelaufen ist, komplett richtig.
Und jetzt können wir das Ganze mit vollem Druck belasten. Und damit kommen wir dann zur Verlosung. Teilnahmebedingung, wie immer, ein Kommentar unter diesem Video schreiben. Ich möchte teilnehmen, ist vollkommen ausreichend. Und ganz wichtig ist, du brauchst einen YouTube-Kanal. Wenn du keinen hast, frag einfach Mama, Papa, Tante, Onkel, deine Kinder oder hast du nicht gesehen. Irgendeiner kann das sicherlich für dich machen im Auftrag. Aber ganz wichtig ist, die Person, die später in der Auslosung gezogen wird, die das Gerät gewinnt, nur die kann sich mit dem Kanal, der dort ausgelost wird, auch bei mir dann dementsprechend melden. Also nicht irgendein anderer oder per E-Mail oder hast du nicht gesehen, sondern wirklich nur eine persönliche Nachricht über YouTube. Und das ist auch gar nicht so schwierig, eine persönliche Nachricht dann dementsprechend zu schreiben, damit ich dann auch eure Adresse bekomme, beziehungsweise nicht eure, sondern die Adresse, wo ich das Gerät dann dementsprechend hinschicken kann. Ja, ansonsten Teilnahmebedingungen, wer kann teilnehmen, welches Land, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist. Ich weiß nicht, ob ich das Gerät dann direkt von Amazon nach Amerika schicken kann, ich glaube ja nicht. Ich werde auch nachher mal recherchieren bei Amazon, wo man das Gerät hinschicken kann, wo Amazon das hinschicken kann in dem Sinne. Und dann werde ich das in die Beschreibung mit reinsetzen, also welches Land dann in dem Sinne hier teilnehmen kann, damit ihr da auch auf der sicheren Seite seid, ob ihr dann teilnehmen könnt in dem Sinne. Ich denke mal, das ist dieses Mal wahrscheinlich dann noch wesentlich besser, wenn ich das dann so jetzt mache. Denn ich weiß nicht, wie, na, das ist, ne? Kann man das überall hinschicken oder nicht? Ich weiß es eben nicht. Von daher werde ich es dann gleich unten in die Beschreibung mit reinschreiben, damit ihr dann dort nachsehen könnt. Ja, ich glaube, damit haben wir dann auch alles beisammen. Ja, die Auslosung selber wird wahrscheinlich in 7 bis 10 Tagen stattfinden. Also ich warte diesmal etwas länger, weil das Gerät ja auch etwas hochwertiger ist. Und von daher mal gucken, nicht wahr, wie die Kommentare dann später noch fließen. Wenn natürlich keine Kommentare mehr kommen, dann werde ich dann dementsprechend die Auslosung machen. Aber das werde ich dann im Laufe der nächsten Filme oder des nächsten Films dann in dem Sinne natürlich sehen. Also immer schön dabei bleiben, dranbleiben, damit ihr auch alles mitbekommt. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Dela Frömmisch und viel Spaß beim Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, und das mit der Osmoseanlage ist jetzt ein Highlight für dieses Jahr, als Einstieg für dieses Jahr, im Prinzip als Rückblick für letztes Jahr, weil das letzte Jahr so genial gelaufen ist und mittlerweile dieses Jahr schon wieder sehr gut anläuft und von daher mache ich das ja einmalig so, nicht wahr? Also das kann man natürlich nicht öfters machen, aber es gibt immer wieder ein paar Kleinigkeiten in einer Verlosung, immer wieder mal. Das werde ich auf jeden Fall so beibehalten. So, nicht vergessen, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Tja, würde ich sagen, bis morgen. Ciao, ciao. Osmose, ja, Professional 190 von Dennerle.